dich, Steffi. Ich bin der Jan. Wir arbeiten für die Förstereisefundgrube am Airport Nürnberg. Unser Insider-Tipp für euch ist eine Kanarenkreuzfahrt mit der Mein Schiff und einem Besuch im Villa Dubaische Restaurant. Ja, also man denkt ja immer, dass eine Kreuzfahrt nur was für Ältere gedacht ist. Da können wir aber widersprechen. Wir waren beide auch schon auf der Mein Schiff unterwegs. Die neuen Schiffe sind eigentlich was für jeden. Es wird wirklich was für jeden geboten. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Route ab und auch von der Dauer der Reise. Also gerade für diese Tour würde ich eine Balkonkabine empfehlen, da in der Route 2 Seetage enthalten sind und genau dann hat man mehr Privatsphäre für sich. Außerdem hat es natürlich richtig viel Flair, wenn man morgens aufwacht und den Sonnenaufgang auf dem Meer bestaunen kann. Also unser Insider-Tipp für euch ist das Fischrestaurant Villa Dubaische in Camara de Lobos. Das liegt ca. 10 Kilometer westlich von Funchal. Bei meinem Besuch hat mir besonders gut gefallen, dass man auch Live-Musik erleben konnte und Tänze in typischen Trachten. Und man kann auch jederzeit sein Essen auf offener Stelle sehen, was dort live zubereitet wird. Also richtig gut geschmeckt hat mir das Nationalgetränk Poncha. Das wird aus Zuckerrohrschnaps gemacht, wahlweise mit Zitrone oder Orange und in dem Restaurant eben speziell mit Absinth. Das Hinkommen ist total einfach. Man kann ab dem Airport Nürnberg direkt mit der Air Berlin nach Gran Canaria, Las Palmas fliegen. Dort wird man dann mit dem TUI-Bus abgeholt und direkt zum Schiff gebracht.